Der Oberliga-Nordmeister, der Herner e.V., empfing am Freitagabend in der altehrwürdigen Puckhöhle am Giesenberg die Hannover Indians zum Playoff-Auftakt. Die 1873 Zuschauer erlebten ein durchaus denkwürdiges Spiel, der in rot gekleideten Herner gegen den weiß spielenden Hannoveraner. Schon in der vierten Minute gab es den ersten Aufreger. Hernes Topstürmer Aaron McLeod wurde wie hier leider nicht im Bild zu sehen, vom Hannoveraner Robert Pelaikis mit einem üblen Check gegen den Kopf zu Boden gestreckt. McLeod blieb minutenlang fast regungslos auf dem Eis liegen und musste mit einer schweren Verletzung im Gesicht behandelt werden. Die Szene hatte sich unmittelbar vor der Hannoveraner Spielerbank ereignet. Und im Nachgang gab es auch dort noch einige Auseinandersetzungen. Schiedsrichter Toni Engelmann und seine Linesmen hatten also gleich gut zu tun. Die Stimmung war durch diese dumme und überflüssige Aktion unnötig aufgeheizt. Herner Zuschauer attackierten hier erstmals die Spieler der Gäste auf ihrer Bank. Eishockey wurde im ersten Drittel aber auch noch zumindest ein wenig gespielt. Wir springen in die 13. Spielminute. Dominik Luft scheitert hier zunächst noch am hervorragend haltenden Indians-Keeper Mirko Pankowski. Aber Christian Nieberle kann dann praktisch im zweiten Versuch zum 1:0 einnetzen. In der Zeitlupe sehen wir, wie Luft den Puck noch an der Bande wieder aufnehmen kann, Nieberle bedient und der trotz Bedrängnis zur 1:0 Pausenführung trifft. Im zweiten Drittel folgte dann die nächste unsportliche Szene. Hernes McLeod konnte mittlerweile wieder mit Vollvisier mitspielen und hier am oberen Bildrand gab es die erste Attacke. Es folgten hier gleich mehrere Auseinandersetzungen. Das alles gehört sicherlich auch zum Eishockey dazu. Unsportlich wird es allerdings hier, als Hannovers Bovenschen mehrfach vor den Helm des im Gesicht verletzten McLeod schlägt. Torschütze Nieberle, der seinem Teamkollegen schützend zur Hilfe eilte, wurde dann das nächste Opfer von Bovenschen. Die Folge war zunächst eine Spieldauer-Disziplinarstrafe für beide. Und wäre das noch alles nicht genug, provoziert Hannovers Raubein Bovenschen beim Gang zur Strafbank auch noch die Zuschauer. Für Bovenschen wurde dann kurzerhand aus der Spieldauer eine Matchstrafe. Hört bitte da oben auf, mit Klamotten runterzuwerfen.
und auch beim Gang in die Kabine lagen beim Spieler, der mit dem Schläger nach den nicht weniger provozierenden Zuschauern schlug, extrem die Nerven blank. Nachdem sich dann auch alle irgendwann wieder beruhigt hatten und Bovenschen unter der hochverdienten vorzeitigen Dusche war, wurde weiter versucht, Eishockey zu spielen. Nach dieser Strafe von Hernes Dreschmann am rechten oberen Bildrand hatten die Indians Überzahl. Nach exakt 27 Sekunden Powerplay war es Routinier Carsten Gostek, der zum 1:1 Ausgleich traf. Und auch diesen Treffer schauen wir uns in der Zeitlupe noch einmal an. Beim 1:1 blieb es nicht nur nach zwei Dritteln. Im dritten Drittel fiel kein Treffer und es mussten erfreulicherweise auch keine Strafen ausgesprochen werden. Die Entscheidung sollte dann eigentlich in der von beiden Mannschaften phasenweise vogelwild vorgetragenen Overtime fallen. Aber auch hier gelang keinem der beiden Teams mehr ein Tor. Es folgte das Penaltyschießen und hier zeigten die Herner Nerven. Hannovers Branislav Pohanka verwandelte als erster Schütze für die Indians. HIV-Kapitän Stefan Kreuzmann scheiterte am Hannoveraner Keeper Mirko Pankowski. Dann vollstreckte als nächster Schütze Tobias Schwab sehr sicher für die Gäste. Herne nun unter Zugzwang. Brad Snetzinger sollte es richten, der hier sehr langsam anläuft und fast schon kläglich scheitert. Hannover gewinnt damit das erste Duell beim Nordmeister aus Herne. Trainerstimmen waren nach Spielende übrigens nicht zu bekommen. Die Begründung, eine Pressekonferenz ist in den Playoffs unüblich. Da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass die Mannschaften sich schon am Sonntag auf dem Eis und der Herne e.V. sich spätestens am Dienstag zu Spiel 3 auch neben dem Eis auf das Übliche besinnen.